Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier in einem Video von mir. Hi! ich wollte jetzt einfach mal kurz über das Thema reden, wieso so lange von mir jetzt nichts kam und was da jetzt los war, ob es jetzt weitergeht oder ob ich jetzt komplett aufhöre und wie das Ganze so aussieht, ja. Fangen wir mal von vorne an. Und zwar hatte ich einfach in den letzten... Wann kam mein letztes Video? Momentan. Wir fahren durch. Und Moment, 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 Moment. Ich weiß, das Moment bringt es auch nicht. Ich sehe nichts. Mein Kanal. Vor 8... Boah, 8 Monate. Nee, da kam... Vor 8 Monaten kam das letzte Video. Und ja, ich hatte einfach... irgendwie keine Motivation mehr. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Weil eigentlich lief es verhältnismäßig richtig gut irgendwie. Also, ja, es lief eigentlich echt richtig gut. Ich hatte echt voll Motivation, irgendwie YouTube zu machen, aber irgendwie... Das ist gerade voll widersprüchlich, ich weiß. Ich bin dumm. Nee. Aber irgendwie hatte ich dann... die Lust irgendwie verloren am Schneiden und hatte auch irgendwie keinen Spaß mehr daran. Und das ist ja das, wieso ich das Ganze hier mache. Und ist mein Mikro an? Ja. Und ja, wieso ich das Ganze hier überhaupt mache. Einfach aus Spaß, weil es mir Spaß macht, weil es mir Spaß macht, die Spiele zu spielen und meine dusselige Art mit euch zu teilen. Auch wenn es niemand sieht oder sonst was. Nee, aber ich hatte auch dezent... Ich hatte auch, glaube ich, das Problem, dass ich einfach den Content, den ich gespielt habe, ich habe ja hauptsächlich mit Minecraft-Videos angefangen. Minecraft hat mir fast keinen Spaß mehr gemacht. Also ich habe es auch privat fast gar nicht gespielt. Und ja. Oh nein, ich bin nicht schon wieder Rapunzel. Ich hatte so Hoffnung, dass das gefixt wurde. Ich hatte so Hoffnung. Oh, juhu. Ich will mich nicht reloggen, da bin ich zu faul. Ja, müsst ihr kurz mich als Rapunzel vertragen. Upsi. Ja. Und ja, dann hing ich da so, klasse, was machst du jetzt? Und ich dann so, ja, okay, dann mach's erstmal gar nichts und gib's dem ganzen Zeit. In der Zeit habe ich auch sehr viel TikToks gemacht. Also, gerne mal auschecken, ne? Kyra.songson auf TikTok. Würde mich freuen. Und da war ich auch eigentlich relativ aktiv. Und jedenfalls hing ich dann da so und hatte irgendwie Lust, so alles umzustellen, alles aufzuräumen. Und ich glaube, ihr kennt das einfach so. Frühjahrsputz kann man das nennen. Frühjahrsputz kann man das, glaube ich, sehr gut nennen. Weil ich sowas auch habt, so es gibt so Phasen, in denen ihr einfach alles, egal was, aufräumen, umräumen oder umstellen wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel, was habe ich gehört, bei meinem Club, sehr viel umstrukturiert. Also hier habe ich alles umstrukturiert, alles voran. Und dann habe ich halt irgendwann zu hier und mein Club ausgelöst. Und ich dachte so, okay, habe dann auch so überlegt, so Banalis neu gemacht und alles. Und ich dachte, da kannst du doch eigentlich wieder anfangen, aber mit einem komplett anderen Content als vorher. So. Und. Ja. Dann habe ich mir auch so einen neuen Schneidestil überlegt. Ich weiß nicht, ob ich den immer durchziehen werde. Ich kenne mich leider zu gut. Und weiß, in den ersten paar Folgen ziehe ich das durch. Aber irgendwann bin ich dafür nicht. Ich bin einfach, einfach nur zu faul. Upsi. Und ja. Wie sieht mein Uploadplan aus? Ich habe mir Folgendes überlegt. Dass ich freitags immer ein SSO-Video bringe. Also, je nachdem was. Vielleicht mal Level-Talk, so wie jetzt hier einfach, wo ich rede über irgendwas. Und rede dabei vielleicht auch mal mit Frieda oder sonst was. Nee, also Freitag irgendein SSO-Video. Ob das jetzt Level-Talk ist oder mal was Aufwendigeres. Kommt ganz drauf an, wie viel Zeit ich hatte, da es da auch in der letzten Zeit echt gehapert hat. Und, ja. Rock Day, der Name ist cool. ja, genau.
Kurzer Einwerfer vom Schnitt her. Warum sagt mir niemand, was ich für Scheiße laber? Hab ich schon immer so viel Scheiße gelabert und so viele lange Pausen gemacht? Es tut mir leid. Und jetzt noch viel Spaß. Das heißt, Freitag irgendein SSO-Video, irgendwie mal was Aufwendigeres, mal weniger. Vielleicht auch mal, wenn das Update irgendwas zulässt, da irgendwas entsprechend. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt leveln kann, denn er ist verhältnismäßig schon Level 8. Ich habe den jetzt schon eine Zeit, aber ich habe ihn eigentlich nicht gelevelt. Da ich mir das irgendwie viel aber das geht nicht auf Leveln, ich weiß nicht. So. Dann hatte ich vor, montags ein random Video zu bringen. Das heißt, vielleicht mal irgendwas im Internet, irgendein Browser-Game, vielleicht mal irgendein Trash-Game, vielleicht aber auch, wenn ich irgendein Video habe oder ein festes Projekt, irgendwie, was ich ab und zu mal reinwerfe. Ich will halt das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist, ich will mich jetzt wirklich nicht auf nicht allzu große Sachen festlegen, wo ich dann wieder da so hänge und wieder Zeitdruck habe und dann da so hänge, nein. Dann wirklich das, auf was ich Bock habe und was auch meine Zeit zulässt. Verwirrung hochzählen, ich habe meinen Faden verloren. Ja, ich hoffe jetzt jedenfalls, dass ich etwas aktiver werde, damit das ja auch trotzdem dann noch Spaß macht. Und einfach mal gucken, wie es sich so entwickelt. Da ich auch wirklich versuche, mich immer zu steigern. Ich habe jetzt auch meinen Kanalbanner und mein Profilbild etwas professioneller gemacht. Da ist schon ein bisschen kindisch, außer für meinen Geschmack. Klar, das jetzige ist immer noch nicht so das Wahre. Aber man muss sich ja auch langsam steigern. Ich bin zwar gut im Bearbeiten, aber sowas ist dann doch nicht in meinem Bereich. Ja, ihr könnt mir auch gerne Videoideen in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich sie umsetzen, wenn es mir Bock macht. Ich habe definitiv schon ein paar Videoideen, die ich umsetzen möchte. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Like und oder ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Schaltet auch bitte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Leute, warum merke ich... von vorne. Okay, Leute, was wollte ich jetzt sagen? Auch damit stoppt schon wieder nicht.